Mois behauptet, über Kollega gibt es interessante Geschichten, die keiner kennt, bis angeblich auf einen alten Rap-Kollegen von ihm. Nun meldet sich Manuelsen zu diesem Thema und beendet dieses Gerücht sofort. Genau das ist jetzt passiert. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. In den letzten Tagen hat Mois so gut wie jeden als seinen Feind angesehen. Jeder, der ihm nicht den Rücken stärkt, landet automatisch auf seiner Abschussliste. Auch Kollege oder Farid Bang müssen dran glauben. Während der Banger zurückfeuert, ist der Boss einfach entspannt und lässt Mois machen. Angeblich wäre in der Vergangenheit mal ein Enthüllungsvideo gedreht worden, was Manuelsen aber nie veröffentlicht hat. Entweder hat Mois hier die Wahrheit gesagt oder einfach gelogen und somit Manuelsen eine Falle gestellt. Doch bevor da irgendwas passieren kann, schaltet sich der Roboter ein und beendet dieses Thema. Übrigens eine kleine Erinnerung, auf WhatsApp gibt es ab jetzt unzensierte Aufnahmen und Fotos aus der Rap-Welt. Link wie immer auf Insta oder in der Bio. Manuelsen behauptet, dies entspricht nicht der Wahrheit. Außerdem hat er weder ein Problem mit Kollega noch mit Farid Bang. Und zu guter Letzt will er mit dem Psychosen von Mois nichts zu tun haben. Er dementiert somit diese Behauptungen und erklärt offen und ehrlich, dass es so ein Video nie gab. Somit ist es eine Falschaussage von Mois. Kommt rüber zu Dings. Oder? Nein, okay. Was geht ab, Friends? Alles gut? Ich hoffe, es geht euch gut. Assalamu alaikum. Guck mal, nur damit ihr das versteht jetzt, was hier passiert, ja? Ihr sagt ja immer, Baumane muss ich immer einmischen. Ich muss mich gar nicht einmischen. Ich kacke auf 95% der Leute, die draußen irgendwie Social Media haben. Okay, offiziell, ich kacke auf die. Okay? Aber es sind immer wieder diese Leute, und ich möchte, dass ihr jetzt genau darauf achtet, dass ihre ganzen Angelegenheiten, egal wie groß der Skandal ist, irgendwie macht es den Leuten irgendwie keinen Spaß ohne Manuel. Okay, guck mal, ich bin hier, wir machen unsere Sachen, wir kümmern uns um unsere Angelegenheiten, ich habe mit niemandem Streit, ich habe so gut wie mit jedem Frieden gemacht, ich habe mit niemandem ein Problem, mit gar nichts, aber irgendwie benutzen die Leute immer wieder den Namen Manuel, weil es dann irgendwie interessant wird, aber diesen Gefallen möchte ich denen nicht mehr tun, für gar nichts. Natürlich, wenn wir angegriffen werden, wir verteidigen uns natürlich, aber da wir niemandem was tun, werden wir auch nicht mehr angegriffen und deswegen, ihr habt das ja jetzt 3 Jahre genug von mir gehabt und ich habe 3 Jahre lang genug Leuten eine Plattform gegeben, die wir heute immer noch nicht ganz los sind, aber naja, dazu ein anderes Mal. Guck mal, es ist, der Kollege Rapcheck hat irgendwas gepostet von dem Kollegen Mois, der irgendwas gesagt hat, Manuel hat was gegen den und gegen den und gegen den und gegen den und hat angeblich ein Video gedreht, der aber hat es nicht veröffentlicht. Guck mal, ich sag euch was. Ne? Ich möchte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Ich habe weder was gegen Farid, noch gegen Kollega, noch gegen Mois, ne, noch gegen irgendwen. Ihr könnt mich bitte einfach in Ruhe lassen. Ich habe mit der ganzen Angelegenheit, die da draußen passiert, nichts zu tun. Okay? So, ich habe mit Farid letztens beim Marokkaner getroffen. Da habe ich ihn wir haben uns gegrüßt, auch wenn es nur kalt war. Da waren noch so ein paar Altlasten. Ich habe ihm geschrieben, ey, wenn du reden willst über Sachen, wenn du Sachen aus dem Weg räumen willst, können wir das gerne machen. Wenn er das will, dann bin ich auf jeden Fall bereit dazu, hinter den Kulissen. Ich habe nichts mit niemandem und gar keinen Streit mit niemandem. Ich möchte von niemandem was. Ich habe mit niemandem was. Und ich möchte euch gerne darum bitten, das so zu belassen. Ob irgendwelche Leute in TikTok oder in Instagram gehen und erzählen, ja, Manuel hier, Manuel da, darauf habe ich leider keinen Einfluss. Ne? Aber ich bin auf dem besten Wege, vollständig zu lernen, diese ganzen Leute einfach zu ignorieren und einfach mein Ding zu machen. Das, was ihr mir immer gesagt habt, ja, Manuel, ignoriere die Leute doch. Gut, ich bin auf dem besten Wege. Okay? Deswegen sage ich euch, bitte glaubt nicht jeden Scheiß, was die Leute da in TikTok erzählen, nur um die Sache heiß zu machen, dass sie Manuel mit reinziehen müssen. Ich bin auf ganz anderen Terms. Okay? Und
Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch weiterhin gut geht und dass ihr gesund bleibt. Und ach nee, Moment, um euch zu sagen, bald ist es soweit. Ich steige am Samstag in den Ring. Samstag habe ich einen Kampf in Tetovo. Da gibt es einen Livestream zu, das werde ich euch natürlich verlinken rechtzeitig. Das könnt ihr gucken, das steht bei mir an. Dann, nachdem wir diesen Kampf hinter uns gebracht haben und inshallah als Sieger rausgehen, inshallah, und auch wenn nicht, ist egal, werden wir die Fighting Demons EP rausbringen. Die ist natürlich, das ist das nächste große Projekt hier im Hause Blockstars. Und da freue ich mich sehr drauf, weil es ein sehr, sehr gutes, geiles Stück Musik ist. Okay, also wirklich geil, das sind wirklich geile Songs. Richtig geile Songs. Und ich glaube, ihr werdet sehr viel Spaß damit haben, dass wir nach langer Zeit mal wieder ein bisschen Musik hören. Und das sind die Sachen, die anstehen. Ihr könnt natürlich immer vorbeischauen bei unseren Podcasts. Die kommen auch regelmäßig immer mal wieder raus. Okay? Das sind so die Sachen, die mich angehen und das sind so die Sachen, die mich interessieren. Und alles andere, was die Leute da erzählen und was sie da für irgendwelche komischen Promostunts und Beef-Aktionen machen wollen im Internet. Guck mal, Manuelsen ist doch ausgelutscht in Sachen Krieg im Internet. Da gibt es doch jetzt andere Protagonisten, die sind viel interessanter. Deswegen, wenn ihr Bock auf sowas habt, haltet euch lieber an die und lasst mich bitte in Ruhe. Wie gesagt, ich habe gegen niemanden was. Schöne Grüße an Farid, schöne Grüße an Kollega, schöne Grüße an Mois. Schöne Grüße an all die Beteiligten, an alle, die da machen. Ihr macht das schon ohne mich. Ich küsse euer Herz. Macht's gut. Okay? Und jetzt, Rapcheck, dieses Video kannst du nehmen und posten, bitte. Das kannst du nehmen und posten. Aber komischerweise, diese Videos werden nie aufgenommen. Naja, okay. Also passt auf euch auf. Der Manuel sind schöne Grüße. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über das Statement von Manuelsen und glaubt ihr, dass Mois in letzter Zeit sehr oft gelogen hat? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.